Hallo. Jeder weiß, dass Vögel Federn haben und dass Frösche glitschig sind. Aber warum ist das eigentlich so? Warum haben Säugetiere keine Federn? Und warum haben Fische kein Fell? Antworten auf diese Fragen findest du in diesem Video, in dem wir die Körperbedeckung der verschiedenen Wirbeltierklassen genauer unter die Lupe nehmen. Vögel tragen Federn. Diese haben verschiedene Funktionen. Zum einen ermöglichen sie den Vögeln das Fliegen. Die Federn der Flügel, die sogenannten Schwungfedern, sind so übereinander gelegt, dass sie keine Luft durchlassen, wenn der Vogel mit den Flügeln schlägt. Gegen den Widerstand des entstehenden Luftpolsters unterhalb des Flügels kann sich der Vogel nach oben drücken und dadurch an Höhe gewinnen. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com